Pum pum, da sind wir wieder. Und heute haben wir mal ein Thema. Und zwar, wie es heutzutage so aussieht, ob man noch einen guten PC braucht oder nicht. Zum Gameplay im Hintergrund, das ist ein 40:7 mit der Elsa, der spielt, von mir. Also ich hatte dabei Schaft, schnell ziehen und Schalldämpfer und als Extras Plünderer, Zähigkeit, Gewandtheit, was noch, Hardliner und ja. Ich bin aber nicht alleine, denn der Sean, der ist auch noch dabei. Der Spasti hat seine Klasse vergessen, meine Freunde. Warum? Der hat nämlich nicht Hardliner, sondern Leichtgewicht. Okay? Ich habe Hardliner dabei, ja. Doch. Oder? Warte. Nein. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, wir haben heute das Thema, ob man heutzutage noch einen guten PC braucht oder nicht. Und der liebe Sean, der fängt dann schon mal damit an. Den lasse ich den Vortritt. Also, meiner Meinung nach braucht man schon einen guten PC heutzutage, weil, ganz ehrlich, wenn man jetzt irgendwie so mit einem Laptop spielt, wie es bei uns der Fall ist, ist zum Beispiel bei Ghost so, man hat einfach FPS-Einbrüche, die einfach völlig für den Arsch sind, man kann nicht mehr flüssig zocken. Ja, ich merke das auch bei mir immer, und das Problem ist auch immer, dass man immer selbst die Schuld auf den PC schiebt. Also immer, wenn man stirbt zum Beispiel, dann schiebt man immer die Schuld auf den PC und keine Ahnung. Ja, aber das größte Problem für mich so, wenn man keinen guten PC hat, ist eigentlich, dass man eigentlich keinen Spaß mehr am Zocken am PC haben kann sozusagen, weil wenn man einen schlechten PC hat, hat man schon eigentlich einen richtig krassen Nachteil, und dann macht das auch eigentlich keinen Spaß mehr zu spielen. Deswegen, also ich glaube, man braucht schon einen guten PC, den wir uns jetzt auch demnächst noch kaufen werden, beide oder drei, ich weiß es nicht genau, aber ne? Ja, man hat ja jetzt bei am meisten hat man es ja jetzt an Call of Duty Ghosts gemerkt. Da war das ja am Anfang so, dass man irgendwie 6 GB RAM brauchte, um das Spiel überhaupt starten zu können, und ich fand das eigentlich schon eine krasse Frechheit von denen, weil ich weiß nicht, wie viele es gab, die dann das Spiel nicht spielen konnten. Und deswegen, ich glaube, die haben das auch zu Herzen genommen und das sich jetzt mal gemerkt. Also ich hoffe es, dass das Spiel so wie Black Ops 2 einfach auch für etwas schlechtere PCs, also das ist darüber reden wir gerade, Advanced Warfare, dass auch wenn man einen schlechten PC hat, dass man es trotzdem noch, ich sag mal, relativ flüssig spielen kann, nicht so wie Ghosts. Also ich meine, da kann ich in die Kloschüssel gucken und sehen besseres Bild. Also keine Ahnung. Na, ja, da haben die so Consoleros einen großen Vorteil, also die brauchen nie irgendwie, ja, ich hab... Ja, aber zum Konsolen und PC allgemein machen wir wahrscheinlich demnächst noch ein eigenes Video. Naja. Ja, okay, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, den ich mir notiert habe, und zwar zum Beispiel, also die Gaming-Hardware, wie Maus und Tastatur, da denke ich halt, also ich bin mir da nicht so schüssig, ob man, eine gute Tastatur, also Tastatur, weiß nicht, ob das, ich hab's noch nicht so wirklich getestet, also für mich rausgefunden, ob das besser ist, eine bessere Tastatur zu haben oder eine schlechtere, ich weiß noch nicht. Bei einer Maus, ist das ganz klar, da spürt man eine deutliche Verbesserung, wenn man jetzt eine Gaming-Maus hat oder eine Lidl-Maus. Ja, wie siehst du das denn? Also meiner Meinung nach ist Gaming-Hardware eigentlich so wie ein Mauspad, Maus, Tastatur, meinetwegen Kühlpad für ein Laptop, also was ist eigentlich generell mit auch, also ich sag mal 50% macht der PC aus und 50% das, weil ich meine, wenn du jetzt eine Maustaste an der Seite hast, womit du rennen kannst, ist es schon ein wesentlich höherer Komfort, als wenn du zum Beispiel die ganze Zeit eine Taste dafür drücken musst oder ja, nur dabei weiß ich gar nicht, ich glaube, wir sind die einzigen, die Rennen auf der Maustaste haben, ich weiß nicht, ich habe das noch nie bei jemand anderem. Generell ist es einfach besser, man hat einfach zum Beispiel auch die DPI oder so, du hast einfach bessere Reaktion, man kann alles besser einstellen und auch
einfach das Movement fühlt sich wesentlich besser an. Ja, Wenn das man habe zum ich. Beispiel eine Maus so eine Ablage hat für den Daumen oder sowas in der Art, Ja, das habe ist es ich auch einfach gemerkt wesentlich bei einfacher. der Tastatur. Ganz am Anfang war das war der Unterschied echt größer. Ja, also zur Info, wir haben beide die Rocket ISCO FX Multicolor und die Multicolor, G700. weil wir einfach Farben haben wollten. Keine Ahnung wieso. You like the rainbow? Ja, die Maus hast du schon gesagt, ne? Ja, Ja, die hab ich. Logitech G700. Ja, und nochmal, um auf die PCs zurückzukommen. Also, es gibt zwar halt gute Laptops, womit man echt gut spielen kann, aber ich kann eigentlich nur empfehlen, sich einen PC zu kaufen oder sich selbst einen zusammenzustellen, weil Laptops sind echt nicht, ist echt nicht das Wahre Das dabei. Wahre. Ja. Der Laptop hat einfach einen höheren Verschleiß, die Leistung ist einfach nicht da und ganz ehrlich, legt einfach ein bisschen mehr Geld drauf, kauft euch einen gescheiten PC und dann könnt ihr einfach wesentlich mehr machen. Vor allem, ihr kriegt vielleicht für das Doppelte auch vielleicht sogar schon das Dreifache an Leistung, weil die Teile einfach wesentlich mehr, wie soll ich sagen, Power haben einfach. Ja. Ja, die Grafikkarten von dem Laptop sind da auch wesentlich leistungsschwächer, Ärmer, würde ich sagen. ärmerer. Ja. Ja. Ja, ich denke auch, das soll es jetzt vom Video auch gewesen sein. Ich glaube, uns fällt jetzt auch nicht mehr dazu ein. Noch eine Also. kleine Frage an euch. Schreibt in die Kommentare, ob ihr so eine Art Montage von uns sehen wollt. Irgendwie ein paar Ja, geile genau. Feeds oder sowas in der Art. Schreibt es einfach in die Würde Kommentare uns und mal da würde ich sagen, interessieren. bis Ja, zum und nächsten Video. nee, ist wegen dem Dingsbums, das Thema Konsolen versus Laptops, ach, PCs, das kommt dann auch noch, das Video. Und ja. In diesem Sinne, ciao!